Und willkommen zurück bei Four Sour Couch. Take Two, willkommen zurück bei. Komm, Daniel, das. Sag's. Four Haut Sour Couch. Sour Couch. Bei der sauren Vorhaut. So Leute, ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei uns hat es jetzt ewig lange gedauert. Lag an Daniel. Bis wir überhaupt das Mikrofon zurechtbekommen haben. Weil Christian aber, weiß, wie Perfektion geschrieben wird. Ja, weil wir die Perfektion haben wollten für euch. Aber als treue Fans und Instagram-Follower habt ihr das natürlich auch alles schon im Internet vorträglich gesehen, wie wir das jetzt hier alles ein bisschen aufgebaut haben. Als Prequel. Als, ja, Sneak Peek. Sozusagen. Ich nehme Frau Trump. Aber wir müssen. Wir spielen heute, wie ihr seht, eine Runde. Willen? Gang Beasts. Okay. Haben wir eben schon angefangen. Spielen wir erstmal zusammen, oder was? Ja. Okay. Wer bin ich denn? Ach. Ich bin Frau Trump. Toll, ich habe irgendeinen. Na dann ändere dich nochmal. Stinkt normal. Aber warum sind wir rot? Ja, weil wir das rote Team sind. Aber ich will nicht rot sein und kann aber nichts machen, ne? Nein. Hey, warum bin ich jetzt raus? Hä? Nee, ich bin aber raus. Ich bin der Scheißhaufen. Okay. Für alle, die Gang Beasts nicht kennen, das ist Gang Beasts. Das ist Gang Beasts. Ja. Ja, wir sind ja heute in der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann später nochmal daran erinnern werdet. Aber das ist Corona. Wie geht das denn mal, wenn man reinkommt? Die fehlt doch jemand, oder? Nein, jetzt kommen wir in der ersten Runde nur zwei. Oh! Ja, also Ziel des Spiels ist es, die Grünen fertig zu machen. Und nicht die hier, ne? Halt, wer war denn das? Was macht denn ihr? Wer ist denn der Bauer? Ich bin der coole Wrestler mit dem Bart. Ja, erster weg. Schaffst du das jetzt, Daniel? Ich hab's eben schon probiert. Ich hab's ihm geopfert. Okay, hier ist er wiederbelebt. Hallo. Wie viel Leben haben wir denn? Unendlich, oder? Bis wir alle tot sind, oder was? Auf jeden Fall, in der ersten Runde hätten sich die meisten ja schon opfern können. Guck mal, die Kamera bewegt sich mit. Voll krass. Oh! Oh, den hätte ich jetzt fast gehabt, Leute. Ja, wir spielen übrigens heute mal ausnahmsweise auf der Xbox. Ja, weil das halt die bessere Konsole ist, ne? Ja, das... Fang keinen Rassismus an. Kennen wir ja, dass Xbox jetzt ja nicht so das Beste ist. Aber wir mussten uns jetzt hier auf irgendwas einigen und... So ist das. Hektar. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Oh, da ist die Leiter runtergefallen. Also falls ihr wissen wollt, wer ist und wir das dann nicht zufällig einblenden. Ja. Also ich bin der Wrestler, der gerade am Boden liegt. Hier, rote. Das sind die rote Gang. Die rote Gang, hier, der jetzt gerade aufsteht. Oder auch nicht. Und den Kleinen hat. Und Christian ist der Scheißhaufen, der ist tot. Schon tot ist. Und Daniel ist gerade auch ziemlich hart am Kämpfen. Ich würde sagen, wir sind die RGF, die rote Gang-Fraktion. Also ich habe jetzt beide am Schlawittchen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Rote Gang-Fraktion. Das liegt nämlich jetzt. Ja. Wie machen die das? Wir haben übrigens das Spiel auch noch nicht so ganz durchschaut. Also man muss sich hochheben und... Ich würde sagen... Was mit den hier? Das ist hier voll... Wir machen noch eine Runde zusammen, oder? Ja. Und danach können wir uns. Können eine Runde online machen, aber Lizzie wird wahrscheinlich gerade das ganze Datenvolumen aufgebrauchen mit ihrem Scheiß. Ja, heute ist nämlich Donnerstag und GNTM kommt. Heißt das? Germany's Next Top Model. GNTM. Ja. Lizzie gerade so, oh mein Gott, sind die peinlich. Deswegen sitzt gerade auch Lizzie. Für alle, die es nicht kennen, das ist Christians Freundin. Mit auf dem Sofa. Verschlissi. Während sie. Ich hab Fukuhila. Da, Fukuhila, was ist los? Was macht denn ihr? Ich hab einen.
Ah, hier. Ja, ich hab einen weggehauen, Leute. Guckt euch das mal an. Weg ist er. Hier so. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich helfe dir, Christopher. Lass mich durch. Bockst du mich gerade? Oh, jetzt verlieren wir bei Christian wieder. Jetzt los, heben rein! Los! Dann aber fall nicht selber rein! Ja? Nein! Ja! Komm wieder hoch! Der Mann mit der Tonsur hat gewonnen! Toll! Jetzt bin ich runtergefallen, weil die Kamera weg war. Schalt ihn fest. Fuck, fuck, fuck. Nein! Ich muss jetzt mal hier gucken, wie das geht. Nein, ich bin kaum. Oh, ich bin weg! Ich bin weg! Das war, du musst jetzt alleine gegen drei. Ja, schon, hat der eben schon Welle 2 hat der eben schon so funktioniert. Also ich würde sagen, wir spielen gegeneinander, oder? Aber zu dritt gegeneinander ist blöd. Wieso, ist lustig, ne? Können wir online spielen. Dann spielen wir online. Vielleicht finden wir da ein paar lustige Leute. Ja, das ist online spielen. Na komm, ich bin mal online. Gruppe verlassen. Genau, online. Ja. Gruppe wird gegründet. Was ist hier los? Ich drücke am besten nichts mehr. Ich kenne mich mit diesen X-Box-Controllern nicht so aus. Christian ist gesperrt fürs Online-Spiel, deswegen wird es unnötig ausgeworfen. Ja. Wie ist denn das? Ich bin nicht. Ja, ansonsten, was kann ich erzählen? Wir haben unser erstes Video hochgeladen. Christopher. Das ist auf jeden Fall echt cool. Ich muss auch was machen. Kannst du Gast hinzufügen? Und wir haben eigentlich noch genug Material für ein nächstes Video. Allerdings nehmen wir jetzt schon mal wieder neu auf, weil man kann ja nie genug haben. Und Christian will ja auch beschäftigt sein, wenn sie nächste Woche wieder GNTM guckt oder so ähnlich. Und daher müsste jetzt irgendeiner noch starten, dass wir losgehen können. Was machen wir jetzt? Na schade, ich dachte, ich könnte jemanden einladen. Naja. Sucht er jetzt? Ja. Aber wir drücken da was. Entschuldigung. Achso, der sucht jetzt, oder was? Wahrscheinlich, oder? Guck, nee, wir müssen doch auf Start gehen. So ist das so. Ja, jedenfalls läuft das auf jeden Fall ganz gut bei uns. Die Follower bei Instagram, wir haben jetzt mittlerweile schon 20. Ja, Leute, lacht nicht. Und wir haben auch unser erstes Instagram-Live-Video gehabt. Mit einem Zuschauer, was ein ziemlich guter Schnitt ist, wenn man bedenkt, dass es ja welche gibt, die hier 2 Millionen Follower haben und 2000, die bei den Instagram-Videos gucken, zu gucken. Das ist, ja, Alter, ich weiß, wer bin ich denn? Ich bin der Punk, ich bin der Blaue. Oh, wo bin ich denn? Alter! Wer ist denn hier das, der Elch? Ah! Bist du das, Daniel? Ja! Achso, dann lass mich mal los, ich bin nämlich der Grüne. Lass uns mal hier den Typen wegsetzen. Was ist das, ein Taucher oder ist das ein Astronaut? Wir müssen den Sombrero ein bisschen töten. Nein! Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Scheiße, Leute! So, der ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Oh fuck, fuck, fuck. Bist du das unten, Christopher? Ja. Ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich hochfliegen, oder? Ich glaube, der zieht gerade nach unten. Ach, der zieht gerade nach unten? Ja. Achso, ne, dann muss ich mich weiter festhalten. Daniel da oben macht auf jeden Fall die Leute fertig. Und einer macht halt gar nichts da hinten. Oh, jetzt macht er was. Toll. Christoph hat Loot gehen gelassen. Ne, geht einfach von alleine. Okay, Daniel ist jetzt alleine da und irgendwie macht keiner was. Was ist denn hier los? Daniel, mach mal hier den komischen Loopback. Das sind bestimmt alle so 5-jährige Kinder, gegen die wir hier kämpfen. Gegen wie ist doch erst ab? 5, 7. Als ob das schon mal jemanden aufgehalten Na, hat. Ein Rentier. Also ich kann dir erzählen von meiner Zeit, da war ich in der 2. oder 3. Klasse. Jetzt geht's los. Leider meine erste Freundin. Wir haben uns auch geküsst. Ihhh. Ja. War schon Steffi, ne? Nee. Namen werden jetzt hier nicht genannt.
Und das war meine erste Freundin und ihr Bruder hatte PlayStation 1. Und da haben wir zusammen Medal of Honor 2 gezockt drauf, Underground quasi. Und dann bin ich in den Mediamarkt gegangen, oder Medimax heißt das ja bei uns, und hab gedacht, naja, kannst du das Spiel auch lockerflockig kaufen? Und dann hat der Kasse gesagt, nee, die sind übrigens alle tot. Weil die sind nämlich alle erst ab 18 gewesen, die Spiele. Und wenn da so ein Zweitklässler, Drittklässler Knirps kommt, dann kriegt er das Spiel natürlich nicht, ne? War das dein erstes Spiel auf der PlayStation, was du da gespielt hast? Nee, das erste Spiel, was ich auf der PlayStation hatte, war Tomb Raider und Gran Turismo 2. Meinst du auch Tomb Raider, der erste Teil? Genau, der erste Teil, ja. Der war richtig geil. Ja. Und ich habe damals auch keine Memory Card gehabt. Oh! Und da musste ich halt die PlayStation teilweise tagelang anlassen. Scheiße, ich bin auch so auf die Schiene gelaufen. Oh! Mir will mich auch einer auf die Schienen immer werfen. Oh, einer liegt jetzt hier unten, der kriegt es auf jeden Fall nicht. Jetzt bin ich da, ne, übrigens. So. Also du bist da hinten, ne, Christian? Ja. Bin ich jetzt Christian Blauer? Da hinten. Der kam vom Zug erfasst. Oh, ich hab's geschafft, oder? Oh, nice. Nein. Ich kann doch dir schmeißen. Ich geh mir schmeißen. Und tot bin ich. Na toll. Gerade wollte ich hochklettern. Also das Hochklettern ist echt ätzend. Was machen die denn da oben, Alter? Ist halt ja auch tot. Was machen hier diese komischen Affen? Oh ja, das sind bestimmt hier auch Player-Freunde. Es opfert sich bestimmt einer von denen, die machen jetzt hier überhaupt nichts mehr mit ihren Sombreros. Aber die sind ja voll langweilig. Versteckeln sich die ganze Zeit. Oh, ist das lahm. Sie klären die da hoch oder was? Kann man denen irgendwas schreiben oder so? Christian, wo ist denn hier diese Starttaste? Kann man die beleidigen? Hast du auch noch ein Glas für mich? Hier ist auch noch. Nichts. Hier ist auch. Also, wir trinken hier Wasser tatsächlich aus Coca-Cola-Gläsern. Coca-Cola-Wasser. Coca-Cola-Aqua. Von Aqua. Das ist übrigens Werbung. Unbezahlt. Dieses Video kann unbezahlte Werbung enthalten, weil wir Marken nennen. Ups. Cola, Cola. Ich habe ein Star Wars T-Shirt an. In der Farbe Grau. Und das ist ja total langweilig. Das werden wir eh jetzt alles rausschneiden. Ja, komm, jetzt ist er gleich. Oh, echt jetzt? Jetzt hat er sich noch gerettet. Ja, jetzt sind sie beide tot. Alter, das dauert ja 5 Jahre. Alter, hat er das jetzt geschafft? Ja. Weil der andere Bruder auf dem Zug gefasst hat. Wie dumm, kann man die irgendwie zuspammen mit irgendwas? Rutschen. So, nächste Runde. Wie kann man rutschen? Denn, ja. Ach herrje, das ist ja jetzt auch wieder so eine Geschichte. Christian macht wieder nichts. Aha, und ich? Oh. Stehst noch da. Alles gut. Na gut, bin ich wieder zurück. Ich warte hier. Der Christian steht einfach da, passiert nicht. Ja, ich wollte mal irgendwas machen. Ich sterbe dann auch gerne als Erster, weil es einfach langweilig ist, wenn hier diese komische Sombrero-Gang nichts macht. Jetzt halt mal ein bisschen dank der Angel. Aber irgendwie... Der eine, der steht übrigens auch nur da. Einer von euch beiden kann sich dem ja annehmen und einfach mal auf hier diese Schwelle stellen, genau. Schubst den mal da drauf, dass der dann auch gleich mal weg ist. Oh, jetzt macht er was, oder was? Komm, Daniel. Nein, nicht Daniel, was machst du denn? Nicht sterben, Daniel! Ich geh um. Ja! Nein! Ja, konnte sich nicht mehr hochziehen, der Depp. Alter, ernsthaft? Komm, schmeiß euch zusammen. Ja, los, das wird eine lustige Geschichte. Oh, toll, die spielen zusammen, ne? Ja, ja, voll die Wichser. Ja, der hat mich jetzt schon den zweiten Sieg. Also mit anderen Worten, der hat nicht den zweiten Sieg, weil er so gut ist, sondern... Und weil wir so schlecht sind, sondern weil die anderen alle kacke sind. Also müssen wir jetzt den pinken Sombrero umbringen. Wir bringen jetzt den pinken Sombrero um. Schießt mir auch was an. Oh, was passiert?
Vielleicht auch keinen besonderen Klaus da, ja. Nee. Da rutscht es. Alter! So, jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn, den Wichser. Was macht unser Fahrstuhl da? Naja, der Fahrstuhl ist kaputt. Er fährt nicht mehr nach oben. Los, schmeiß dich mit ihm runter. Ich opfer dich fürs Team. Aber da, hey, warum? Musst du gut. Ja, mach ich jetzt. Nein! Oh, scheiße. Ich hab mich auch geopfert. Fürs Team. Ach, das ist ja. Yeah. Ich hab mich geopfert, er ist tot. Was macht ihr? Christian, du bist doch da. Ich bin ganz Tag auf K und bin am Gewinn. Geil, oder? Jetzt mach mal hier das komische, kaputte Seil hier noch weiter kaputt. Genau. Geh die Party nämlich ab. Was? Der nichts macht, der gewinnt. Was ist der jetzt drin? Dacht schon. Mhm. Ja, ich mir geschnappt und bin mit dem runtergesprungen. Macht ja gar keinen Spaß mit Leuten, die zusammenspielen. Lass uns zusammenspielen, Leute. Lass uns zusammenspielen. Komm, wir gehen jetzt alle auf den Pinken. Nee, das ist doch das Spiel. Geh auf den Pinken, los. Direkt geschnappt, den Typen. Oh! Direkt tot. Was, Christian? Ich hab den anderen so brennt. Was, Christian? Go, go, Christian Ranger. Hey, bist du auch schon weg? Ja, ich hab den anderen so frei rumgebracht. Oh, Alter, was ist los mit euch? Ich hab mich doch von dich ziehen. Ich glaub, die Spieler spielen den ganzen Tag. Ich glaub auch, die 5-jährigen Winner, ey. Ja. Hier sind schon alle Felix. Oder Kevin. Oder Kevin. Ich hab die Chats gut mitgenommen. Kevinse. Das ist übrigens übelst schwierig, hier keine Kinderriegel zu essen, ne? Bist du weit? Nee, warum hat er eine Fastenzeit? Das ist bestimmt noch der Rest von seinem Sombrero, oder? Was macht der denn da für einen Scheiß? Was ist mit seinem Kopf los? Ach so, man kann ja... Halt dich fest an ihm! Ich spring da rein. Toll. Wer auch von uns... Ja, Hauptsache, der gewinnt nicht. Aber ich werde nicht so Runde direkt wieder auf den drauf gehen. Ach, der bringt sich selber um. Ah, doch. Oh, jetzt! Wie schlecht. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Ich glaube, es wird blau sein. Der mit dem Geweih gewinnt. Sag ich so! Was? Snappy Fox 58912. Catchy Name. Snappy Fox. Snappy Fox. Sloppy Joe. Wer kennt ihn nicht? Ja, wer kennt Snappy Fox? Oh, hier. Zug ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Krähe. Krähen sind keine Singvögel. Das ist Tipp. Ach, der löst sich irgendwo in Waggon, ne? War da nicht mal was? Deswegen geht ihr schon nach vorne, die Penner. Da! Die Sombreros sind daneben. Ah, nice, Stein. Die verstecken sich. Ich seh nichts. Kann man hier irgendwie mal die... Ich hab mich auch versteckt. Ich halte mich einfach nur fest, weil ich keine Ahnung habe, was hier passiert. Ich glaube, ich fall gleich runter. So, wer lebt jetzt noch? Die Grüne. Grün, das bin und ich. Noch? Ich glaube, ihr beide nur. Ich bin runtergefallen. Kann man die Kamera irgendwie bewegen? Ich würde es, wenn der Waggon weg ist, jemand. Hallo! Los, verstecke dich vorne. Oh, ja! Das ist ja der alte Scheiße. Unglaublich. Oh mein. Aber war lustig. Egal. Ich bin runtergefallen. Ja. So ist er wieder. Das war mein Trick. Sollten wir mal die Tipps lesen. Oh, scheiße. Na oh, toll, jetzt hat der Wichser mich runtergezogen. Unglaublich, ey. Ich wollte mich hier festhalten und dann kommt der, aber Hauptsache, er hat mich gefunden. Ey, seid beide noch drin? Ja. Ja, cool.
Los geht's. Go, Daniel Ranger. Ja, macht euch nicht gegenseitig fertig. Was macht Daniel, ihr? Ihr haltet es fest. Der wird der lachende Dritte sein, ich sag's euch. Nein, hör doch auf! Ich halte dich doch nur fest. Chris verwirrt ihn jetzt und dann fällt er gleich von alleine runter. Wenn er hier mit seinem Headbang weiter rennt. Wo ist der andere? Der andere ist glaube ich auch schon... Nein! So, ja, ihr habt's! Los, dreht ihn doch weg! Christian bescheißt wieder hier. Christian tut so, als ob er Freund ist und dann ist er fein. Jetzt versteckt er sich wieder da hinten. Guckt euch an. Toll. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auf den Blauen gehen. Blau und Pink. Wir haben beide zwei Boden in die Wichser. Wie viele gibt es denn eigentlich? Drei? Sieht so aus wie vier, oder? Ja, drei. Was ist los mit euch? Was sind eure Punkte? Tja, wir opfern uns halt fürs Team. In einem Deathmatch. Ich? War das? Ja. Ah, hier. Das bin ich. Ja, ich wollte nicht so. Nein! Oh, das ist voll Leggy, ey. Oh, das sieht auch geil. Germany's Dings Blues Model. Schön weg, Freundchen. Die Sombrero sind auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt muss ich mich überlegen, welchen Arm ich loslasse. Nee. Voll versagt. Komm, hol einen Punkt, Chris. Du musst einen Punkt holen. Immerhin, so nah war ich dem Sieg noch nie. Schieben ist wie verlieren. Hast du gehört? Nur besser. Wohl wahr. Was sagt ihr, Community? Unentschieden wie verlieren? Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Und abonniert mich. Lasst ein Like da. Diese sind kein Guttypen. Komm, ab mit dir. Ja! Nein! Ich hab da nichts rausgefallen. Ja. Runter, nicht raus. Christoph versteckt sich einfach nicht. Versteckt sich wieder nicht immer. Doch! Nein, einfach mal rausgebasht. Du musst das Rompereros umbringen. Den Pinken. Christoph, was machst du denn? Den Pinken Sombreros. Die Typen sind voll langweilig. Was ja. Ja. Haben wir den so viel gewinnen? Ist denn die Lampe oder? Ja, sie scheint so, ne? Da komm ich durch. Scheiße! Los, Christian, tu doch mal was für dein Geld. Opfer dich. Nein! Was war das denn? Richtiger mieser Scheiß, ey. Vor allem, einer von euch beiden kriegt ja jetzt die 3 Punkte. Kleinen Bescheid, vor allem er hat's gesehen. Ja komm, sterbt jetzt beide einfach. Ja komm, das Ding muss jetzt nach unten fliegen. Oh Mann. Spring doch jetzt einfach mit ihm in den Tod. Komm. Das Ding. Start die Runde neu. Los, einmal mit ihm noch. Beide in den Tod. Beide in den Tod. Beide in den Tod. Los, machst du weg. Ja. Alter. Was macht der denn? Der haut mich ja ständig K.O. Ja, toll. Da ist halt drauf, gell? Dieser Blatt Ace 7745. Ich hoffe, er hat nicht ganz gewonnen. Ich gönn sie ihn auf jeden Fall nicht. Echt ein Fehler. Ich gönn sie nicht. Und Dani, wie viel Punkte hast du?